Hallo Leute und herzlich willkommen zu User-Fragen auf die Schnelle beantwortet. Ja, auf die Schnelle, das wird heute leider nichts. Das wird wahrscheinlich ein 15-16 Minuten Video werden. Es geht nämlich darum, Systemmeldungen farblich anpassen. Einige von euch haben das Video von mir schon gesehen zu diesem Thema und Gott sei Dank hat André mich darauf aufmerksam gemacht, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist. Ich habe nämlich den falschen Weg gezeigt. Es funktioniert zwar auf den ersten Blick, allerdings in weiterer Folge kann es, muss nicht, aber kann es zu Problemen kommen und das wollen wir nicht. Wir wollen kein Risiko eingehen mit unserer Homepage. Also zeige ich euch heute den richtigen Weg und den besseren Weg und ich wollte mich nochmal ganz recht herzlich bei André bedanken, dass er sich die Mühe gemacht hat, mir einen ellenlangen Brief zu schreiben und mir erklärt hat, wo der Fehler ist und warum. So, schauen wir mal ins Frontend. Um was geht es eigentlich? Für diejenigen, die das gestrige Video nicht gesehen haben, es geht um die Systemmeldung, wann man sie zum Beispiel registriert und der Benutzername ist schon vergeben oder auch nicht. Hier diese ockerfarbene Warnmeldung. Die passt bei einem User optisch überhaupt nicht zum restlichen Konzept der Homepage und er hat mich gefragt, wie kann man das ändern? Ja, da benutzen wir einfach ein Zusatzprogramm. In meinem Fall für Firefox ist es Firebug, was den Code von einer Homepage auslesen kann. Da gibt es nämlich eine kleine Schaltfläche hier links mit einem Mauszeiger drauf und dann kann man sie alles anzeigen lassen. Das wird dann blau umrandet und der Code wird unten quasi eingeblendet. Und ich zeige das Ganze jetzt am Beispiel von hier oben der Benutzerregistrierung. Wenn man draufklickt, dann verschwindet der blaue Rahmen und der Code unten ändert sich nicht mehr und ist quasi eingeloggt. Im rechten Part findet man zum Beispiel dann Umrandungen, Farben definiert und so weiter. Und hier hat man zum Beispiel Color mit dem Wert Raute 333 und das Geschickte an Firebug ist, man kann das on the fly ändern. Jetzt zeige ich das einmal und gebe hier 6-mal das F ein und 6-mal F ist der Code für weiß und ihr seht, Benutzerregistrierung ist fast nicht mehr zu lesen, nur noch wenn man es markiert und Firebug informiert uns nicht nur über den Code, sondern auch wo dieser Code zu finden ist. Wenn man wieder ein bisschen nach oben scrollt, findet man auf der rechten Seite den Namen der Datei, wo der Code quasi drinnen steht. In unserem Fall ist es die Template 9 CSS. Und er schreibt uns auch noch hin, wo der Code beginnt, nämlich in der Zeile 847. Und jetzt müssen wir das Ganze rausfinden für die Systemmeldung, die wir vorher gerade gesehen haben. So, ich refreshe das Ganze noch einmal oder rufe es neu auf, dann ist die Benutzerregistrierung wieder in der herkömmlichen Farbe zu sehen und muss natürlich das Passwort wieder eingeben oder ein Passwort. Drücke Enter, dann gleich hier auf dieses Element untersuchen. Schau, dass ich alles von dieser Warnmeldung eingekastelt bekomme. Die hat einen sehr schönen Fade-Out-Effekt, wie ich finde. Und wir finden auf der rechten Seite jetzt da hier wieder Color und diesen ockerfarbenen Ton. Und er schreibt uns hin, das Ganze ist zu finden unter Alert, Alert H4, Color und dann der Farbcode. In der Template 9 CSS ab der Zeile 2779. Als allererstes navigieren wir mal zu dieser Template 9 CSS. Dazu brauchen wir FileZilla Client. Dann verbinden wir uns mit unserem Server oder halt mit unserer lokalen Serverumgebung. Auf der rechten Seite sehen wir wieder die Serverumgebung, auf der linken unseren PC. So, wir gehen runter zu Templates, öffnen das, dann unser Template, das ist das Less Allrounder und darin finden wir einen Ordner mit dem Namen CSS. Ebenfalls öffnen und da haben wir die Template 9 CSS. Rechte Maustaste, ansehen und bearbeiten. So, und der hat uns ja geschrieben, ab der Zeile 2779 beginnt der Code. So. Stückchen noch.
2700, wo ist er, wo ist er? Bisschen zu weit, sehr gut. Da ist er. Da beginnt der Code Alert, Alert H4 und dann die Farbdefinition. Das Ganze beginnt mit dem Punkt mit Alert, Alert H4. Dann kommt eine geöffnete, geschweifte Klammer, wo eben dann der Farbcode drin hinterlegt ist und dann wird sie wieder geschlossen. Diesen kompletten Code, den ich jetzt da markiert habe, den kopieren wir uns. Ich habe gestern hier gezeigt, dass er hier zu ändern ist. Das ist allerdings die falsche Herangehensweise. Das funktioniert auch im ersten Moment, kann allerdings später unter bestimmten Voraussetzungen dann zu einem Fehler führen und dann hat man ein kleines Problem, was man ja nicht möchte. Und zwar, wir benötigen eine neue Datei. Wir erstellen uns eine neue CSS-Datei, nämlich mit dem Namen custom.css. Dazu gehe ich hier auf Datei, sage neues Dokument, gebe hier ein den Dateinamen custom. Das ist kein HTML-Dokument, sondern eine CSS. Ja, ist okay. Die existiert bereits von einem anderen Projekt. Sehr schön. Und gespeichert wird die dann bitte auf dem Desktop. Macht man nur einen neuen Ordner und schreibt drauf custom.css. Nein, nicht .css, sondern nur custom Abstand CSS. Und in diesen Ordner soll er die dann bitte speichern. Dann finde ich die auch wieder, wenn ich sie hochladen möchte. Dann sage ich das Ganze übernehmen, kopiere den Code, den wir uns aus der Template 9 CSS kopiert haben, hier rein. Und erst hier wird die Farbe geändert. So, das Ocker kommt raus. Stattdessen 6 mal die 0, um es heute halt zu demonstrieren. Das ist die Farbe für Schwarz. Dann sage ich Speichern. So, ich habe hier FileZilla geöffnet und gehe auf den Desktop, refreshe den einmal. Dann haben wir hier den Ordner Custom CSS und die Custom CSS selbst. Ich ziehe die per Drag and Drop auf die rechte Seite, quasi lade sie auf den Server hoch. Das ist der erste Schritt. Jetzt öffnen wir das Backend. Bin ich natürlich schon eingeloggt. Ich mache mal Firebug wieder zu, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. So, das ist das Kontrollzentrum. Dann gehen wir auf Erweiterungen und Templates, auf unser Less Allrounder. Und damit diese Custom CSS jetzt eingelesen wird und quasi gespeichert wird, müssen wir unser Template als Kopie speichern. Und dann sage ich ganz einfach, das heißt Bonnie and Clyde und sage als Kopie speichern. Jetzt bekommen wir eine Nachricht, dass ein CSS-File erstellt wurde mit dem Namen Template 12.css. Das ist erfolgreich erstellt worden. Jedes Mal, wenn gespeichert wird, oder wenn was geändert wird, Kopie erstellt wird, dann erstellt er diese Template 12 CSS. Ich schließe das Ganze jetzt mal, damit es besser verstanden wird. Dieses Template, das Standard, ist das, was wir zuerst gehabt haben. Dieses ist die Kopie von demjenigen, wo wir gerade gesagt haben, als Kopie speichern. Das Standard läuft mit der Template 9 CSS. Die Kopie läuft mit der Template 12 CSS. Das heißt, die Template 12 wurde gerade von dem kleinen Plugin erstellt. Und dieses Plugin hat die Custom CSS, die wir gespeichert haben, berücksichtigt und quasi in diese Template 12 CSS-Datei übernommen. Das hört sich recht kompliziert an, hat aber den Vorteil, dass, wenn da einmal was passiert, das originale Template unangetastet bleibt. Jetzt müssen wir natürlich, damit die Änderung im Frontend auch wirksam wird, unsere Kopie
von unserem Les Allrounder, nämlich die Bonnie and Clyde Kopie, als Standard definieren mit einem Klick auf den Stern. Das mache ich. Rufe das Frontend neu auf. Ihr seht, es hat sich optisch nichts verändert. Es ist eine 1:1 Kopie. Nur wenn ich mich jetzt registriere, dann sollte die Systemmeldung jetzt in Schwarz erscheinen und nicht mehr in Ockerfarben. Und hier ist es. Tiefschwarz eingefärbt, perfekt. Und jetzt wird das Ganze langsam ausgeblendet. Ja, und das ist der richtige Weg, um sein Template anzupassen. Immer über die Custom CSS, die dann beim Speichern als Kopie quasi mit in die neue Template CSS übernommen wird. Ich will mich nochmal recht herzlich entschuldigen dafür, dass ich gestern den falschen Weg gezeigt habe. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ja, und zu guter Letzt will ich noch eines hinten ranhängen. Ihr habt ja gesehen, den Fade-Out-Effekt. Wer die Zeit von diesem Fade-Out verändern möchte, dem zeige ich noch, wo er das machen kann. Wir gehen nochmal einen Ordner nach oben. Da ist unser CSS-Ordner auf dem Server. Und da herunten haben wir den JS-Ordner für JavaScript. Den öffnen wir mal. Und ich ziehe mal die Effekt.js auf meinen Rechner und öffne die mal. Desktop, dann brauchen wir die... müssen wir zumachen, müssen wir hier aufmachen, Custom CSS. Hier haben wir die Effekt.js. Wenn man die öffnet und ganz nach unten scrollt, haben wir die System-Message-Diff, Fade-Out, Duration steht bei 15.000. Wer daran was ändern möchte, hat halt hier die Möglichkeit, den Wert zu verändern, um den Fade-Out-Effekt länger oder kürzer zu machen. Allerdings soll ihm bewusst sein, dass jedes Mal, wenn das Template quasi eine Aktualisierung erfährt, eine neue Version erschienen ist, das wieder auf 15.000 zurückgesetzt ist. So, jetzt bin ich allerdings wirklich am Ende von meinem Video. Der Fade-Out-Effekt war nur noch, weil es zum Thema gepasst hat. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Verzeiht mir, dass ich gestern das falsche Video hochgeladen habe. Tut mir wirklich leid. Wenn noch Fragen sind zu diesem Thema, einfach unter dem Video posten. Oder zum Beispiel bei barcoal.net ins Forum. Jetzt sage ich nochmal die Seite, hier ist sie, barcoal.net, haben wir hier ein Forum. Und könnt natürlich auch hier die Fragen stellen. Andere Möglichkeit wäre natürlich auch noch auf www.joomlaportal.de und im Forum von www.joomla.de dort die Fragen zu stellen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. weitergeholfen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ihr der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Erstellen eurer Homepage und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!